Es ist die Weihnachtswoche. Alles sollte friedlich und lieb sein. Ich hatte am Wochenende ein übergeordnetes Bild mit Heile Weihnachtswelt mal gegeben. Und wenn wir uns das angucken, was der DAX im Moment so zeigt, dann ist das auf den ersten Blick zumindest mal alles andere als lieblich und friedlich. Denn wir haben einen deutlichen Rücksetzer gesehen. Vom Hoch hier, wenn wir den Index angucken, bis zum maximalen Tief. Also das ist jetzt nicht mehr der aktuelle Stand und die komplette Tagesspanne. Also zumindest nicht vom Schlusskurs zu Schlusskurs, aber dann haben wir über 5% sogar einen Drop gehabt. Also nicht wirklich die schönste Situation aus bullischer Sicht. Aber ich hatte es in dem Video ja schon angedeutet, wohin uns das Ganze führen kann. Und beim DAX deutet sich das sogar ja an. Aber es gibt einen kleinen Hoffnungsschimmer, zumindest mal kurzzeitig. Denn das, was wir hier jetzt sehen, wenn man sich das mal anschaut, dann haben wir hier eine scharfe Abwärtsbewegung. Jep. Und jetzt haben wir einen Teil eine scharfe Aufwärtsbewegung. Jep. Und im Moment A, B, C hier runter. Und das gäbe uns die Möglichkeit, nochmal irgendwie sowas Ähnliches wie das, was wir hier vorne haben, hier zu bekommen. Also vielleicht nochmal ein Interims-Long. Vielleicht wird das gleich unser Trade des Tages. Mal gucken, ob wir das vielleicht dafür verwenden können. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Wichtig aber dafür, meldet euch an beim Trade des Tages. Immer dann, wenn wir irgendwas mit unseren ganz konkreten Handelsmarken, als ja, das kann man durchaus gut umsetzen, sehen, dann geben wir das da bekannt, damit ihr rechtzeitig informiert werdet, eine Nachricht bekommt. Wichtig, meldet euch für den Trade des Tages an. Nicht, natürlich nicht jeder wird davon positiv. Leider, das schaffe ich auch noch nicht, aber zumindest mal hat man einen relativ guten Erwartungswert, weil die Chance-Risikorelation und die Trefferquoten in einem, wie man sagen würde, sehr günstigen Verhältnis stehen. Also, das wäre ja immerhin etwas. Ob das jetzt so kommt, das wissen wir nicht. Es ist ja auch noch nicht getriggert, aber selbst wenn es so käme, wäre das ja noch nicht wirklich der Garaus für den Bär, denn wir wissen, Schub runter, A, B, C nach oben würde die nächste Chance bieten, allerdings dann seinerseits wieder nach einem Trigger. Ihr seht, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Muss das jetzt so kommen? Nee, der Markt kann auch direkt weiter runtergehen. Das böte mir jetzt in dieser Sekunde allerdings dann keinen vernünftigen Trading-Ansatz. Dafür brauche ich ja immer dieses Wechselspiel zwischen den starken und den schwachen Seiten plus Trigger. Das macht mir das Leben dann ein bisschen einfacher. Gucken wir mal auf den amerikanischen Markt. Auch da gab es natürlich den Riesenrutsch. Was heißt Riesenrutsch? Wir wollen es nicht überdramatisieren, aber ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere latent unglücklich ist, wenn der Kurs von 30.300 bis in der Spitze 29.300 mal eben 1.000 Punkte. Und wir dürfen nicht vergessen, das ist jetzt nicht arg lange her, vor dem Wochenende, nach dem Wochenende, da mal runter droppt. Allerdings im Moment hier Recovery. Aber auch hier würde ich sagen, Vorsicht mit den Pferden. Ich finde das noch nicht so super toll. Insbesondere jetzt in dieser Sekunde werden wir hier sprechen, dass dieser Drop, den wir jetzt hier wiederum haben, wieder sich überschneidet mit dem letzten Zwischenhoch, also mit diesem hier. Denn das bedeutet eigentlich nichts anderes, dass wir zwar schön nach oben gehen, cool, aber die Rücksetzer überschneidend sind. Und das ist immer nicht die schönste Variante. Aber ich will da die Hoffnung noch nicht komplett aufgeben, denn es gibt ein Szenario sogar im bullischen Bild ganz am Anfang. Das ist dieses typische Leading Diagonal. Das ist die allererste Bewegung. Die muss nicht, aber kann so aussehen mit der Überschneidung. Das heißt, da ist der letzte Drops noch nicht zwingend gelutscht. Wichtig auch hier jetzt zu gucken, ob dann irgendwann die Korrekturen runtergehen oder ob es die steile Richtung geht. Also das wäre entsprechend nochmal wichtig. Und ein Bruch dieser Marke wäre ebenfalls auch in diesem Fall jetzt hier ein ganz guter Hinweis auf die Short-Seite. Wer selber nachvollziehen will, ich gebe gar nicht den Stand großartig an, denn das hängt davon ab, was für ein Kontrakt ihr handelt. Ich bin hier auf dem Futures-März-Kontrakt. Aber ihr könnt euch angucken, das ist das Tief von 14.15 Uhr heute Nachmittag. Also insofern, wenn ihr euch auf euren Charter berufen wollt, ich gebe mal den ungefähren Wert, 29.560, vorsichtig, das ist jetzt keine ganz exakte Zahl, denn das hängt davon ab, was ihr handelt. CFDs sind da teilweise ein bisschen unterschiedlich, das ist jetzt hier, wie gesagt, der Future. Vergleichen wir das nochmal mit den Kollegen, mit den Werten, die Situation grundsätzlich die gleiche. Auch hier wäre das ein möglicher Angelpunkt, um hier die Short-Seite nochmal zu nehmen. Ich kann mir vorstellen, eins davon wird gleich mein Trade des Tages sein. Wenn es zu schnell geht, dann ist das natürlich nicht mehr optimal,
Wer auch schnelle Nachrichten mal zwischendurch haben will, der ist eingeladen, bei Born for Trading mitzumachen. Da gibt es solche Nachrichten, verkürzte Form, manchmal quick and dirty, dann mal auf das Smartphone, einfach um so einen Hinweis zu kriegen, was man da gelegentlich dann noch machen kann. In diesem Sinne, euch jetzt erstmal alles Gute. Lasst uns die letzten Tage vor Weihnachten nochmal den Markt genießen. Passt allerdings auf, denn es wird weniger Volumen gehandelt mit Sicherheit und dementsprechend werden die Kurse erratischer laufen. In diesem Sinne, euch alles Gute und ganz liebe Grüße.